neu 2017 von der Firma Daiwa eine spezielle Salzwasserrolle. Die heißt Saltist, ist etwa im mittleren Preisbereich für Daiwa-Verhältnisse, also kostet so, also jetzt habe ich hier die 3000er Größe, so um die 200 Euro, 220 Euro. Was kann die jetzt besonders im Vergleich zu anderen Rollen? Man sieht ja schon, Daiwa aktuell hat also verhältnismäßig gleiche Optik bei seinen Rollen, nur verschiedene Ausstattungen. Also man erkennt hier durchaus so den Infinity Q-Charakter wieder. Aluminiumkörper mit diesem, sieht man auch, wenn man dichter dran schaut, mit so einem Carbonrotor. Also der spart da nochmal ordentlich Gewicht, ne? Wenn man da drauf passt. Fühlt sich ein bisschen an wie Kunststoff, ist aber Carbon, also extrem resistent, aber dabei gleichzeitig leicht. Aluminiumspule ist klar. Hier sieht man auch, ich klappe mal den Bügel hoch, da auf der Spule drauf, so eine Gummibeschichtung in der Mitte. Und das ist extra für die Salzwasserrollen gemacht, weil man die ja meistens mit geflochtener Schnur vollknallen möchte, also so richtig vollknallen. Und wenn man die geflochtene Schnur direkt auf die Spule knotet, dann rutscht die durch, wenn es nass wird. Das ist im trockenen Zustand, fühlt sich das immer toll an. Und wenn man angelt, merkt man auf einmal keine Bremskraft mehr, die Schnur rutscht durch, weil der glatte Alu-Körper die Schnur, also nicht den Knoten, nicht richtig trägt. Aber die Gummierung hier in der Mitte tut es dann wohl. Also wenn man da ein paar Windungen auf der Gummierung da macht, unten drunter, dann kann man die Rolle also direkt mit geflochtener bespulen und vollknallen. Eigentlich ganz cool. Das haben die wenigsten Hersteller bisher irgendwie verstanden oder gemacht, das sehe ich so ziemlich zum ersten Mal. Braucht man keine Monofilschnur mehr drunter wickeln oder Panzertape oder was auch immer es da für Tricks gibt, da kann man jetzt direkt drauf losspulen. Die Rolle wiegt 300 Gramm und hat einen Schnureinzug von 95 cm, das bei einer 3000er Größe. Die größeren Größen, wenn man jetzt beispielsweise Salzwasserfischen im Meer möchte, Pilken, Norwegen oder auch noch mehr GT-Angeln oder sowas, so wie 8000er Größe zum Beispiel, die hat einen Schnureinzug von 1,23 Meter, also pro Kurbelumdrehung habe ich 1,20 gekurbelt. Ist extrem, ist dann wichtig, wenn man sehr viel Geschwindigkeit auf den Köder, in den Köder bringen möchte. Und was beim Salzwasser ja ganz oft der Fall ist, also sowohl beim Meerforellenangeln als auch GT und ähnliche Geschichten, Geschwindigkeit ist da ja oft der Punkt, womit man dann wirklich die Fische irgendwie fängt, ne? Und das kann die Rolle ganz gut. Was hat sie noch? Die hat dieses Max-Seal-System, sprich die Rolle ist also im Prinzip abgedichtet durch ein magnetisches Öl und Wasser kann gar nicht erst eindringen. Das ist natürlich gerade bei Salzwasser den Vorteil, dass wenn gar kein Wasser eindringt, dringt auch kein Salz ein und die Rolle ist also einfach dicht. Ich mache nur die Spule gerade ab, sieht man von außen jetzt nicht unbedingt, aber hier drin ist also so, sind so kleine Kammern, die im Prinzip versiegelt sind durch ein magnetisches Öl und Wasser kann nicht durch, Dreck kann nicht rein. Salz kann nicht rein. Das heißt, das ganze Getriebe ist im Prinzip geschützt. Ne, da kann nichts schief gehen. So. Die Größe jetzt hier, 3000er, würde ich so zum mehrvollen Angeln empfehlen. Kann man natürlich auch zum Hechtangeln am Bodden nehmen oder ähnliche Salzwasser-, Halbsalzwasser-Geschichten, wo so ein bisschen Brackwasser ist. Ne. Kann man auch so zum Hechtangeln nehmen. Also wenn man da viel irgendeine Plörre angelt, wo viel Dreckpartikel drin sind, dann macht dieses Max-Seal-System natürlich auch Sinn, ist extrem robust, deswegen im Salzwasser-Edition, hat eine Bremskraft von etwa 7 Kilo, das ist jetzt für, wenn man die also richtig zuknallt, hat man immer noch 7 Kilo Bremskraft, das ist verhältnismäßig viel für eine 3000er Rolle, also das finde ich schon ganz gut eigentlich, und da sind die meisten Rollen ja nochmal deutlich drunter und sieht auch ganz schick aus, ne? Mit dem Blau und Schwarz. Ja, Meerforellen, Hechtangler, das wäre eine Idee fürs kommende Jahr.